Hallo Freunde der gepflegten Scambaiterei und der ungepflegten Scammer. Mein Name ist Callcenter Crusher und für das heutige etwas längere Video habe ich mal etwas aufgeräumt. Die Liste meiner unveröffentlichten Anrufe wird immer länger, also gibt's mal etwas mehr zu hören. Viel Spaß dabei und wie immer geht's nach dem Intro los. Hallo? Hallo? Hallo, schon guten Tag, Herr Mockmüll. Frau Nowak ist am Apparat. Sie haben gerade die Anmeldung gemacht wegen automatisches Handelsprogramm, ja? Nö, die hat nicht funktioniert. Die hat gar nicht funktioniert. Sie sind vielleicht automatisch ausgeloggt. Also die Anmeldung hat funktioniert. Nee. Mit E-Mail-Adresse Jürgen.Mockmüll. Hallo, es hat gar nicht funktioniert. Das kam eine Fehlermeldung. Ich habe mich gar nicht angemeldet. Woher haben Sie dann meine Nummer jetzt? Ja, wie scheint hat das funktioniert. Sie haben sich registriert. Jürgen Mockmüll und die E-Mail-Adresse haben Sie eingegeben. Ja, aber die Anmeldung hat nicht funktioniert. Ich bin auf keine Seite weitergeleitet worden und es kam eine Fehlermeldung, dass ich es später nochmal versuchen soll. Aha, ich sende Ihnen Zugangsdaten. Das hat gerade jetzt funktioniert mit einmaliges Passwort und mit Ihrer E-Mail-Adresse. Welche Firma sind Sie jetzt? Sie haben doch Interesse. Die Anmeldung haben Sie gemacht bei Bitcoin.io, Money Analyzer. Und wie heißt Ihre Plattform dann? Plattform heißt Advanced, ich sende das alles, advancedprofit.eu. Können Sie es mal buchstabieren? Weil das, der Name sagt mir gar nichts. Okay, also A wie Anton, ja. D wie Dora, ja. V wie Vogel, ja. Nochmal A wie Anton, Nordpol, C wie Cäsar, E wie Emil, D wie Dora, P wie Paula, R wie Richard, O wie Otto, S wie Friedrich, I wie Ida, T wie Theodor, .eu. Okay, das ist Ihre Seite. Sagt mir so gar nichts, aber gut, dann erzählen Sie mal weiter. Aha. Das Programm, was Sie von uns bekommen, das handelt und analysiert vollautomatisch. Das ist so ein künstliche Software, ja. Das kann man mit minimalem Startkapital laut europäischer Standard mit 250 Euro anfangen. Sie bekommen Zugangsdaten. Sie haben die Möglichkeit, jederzeit Ihre Positionen oder Ihre Gewinne beobachten. Was Sie davon auszahlen, was Sie weiter investieren, das ist absolut Ihre Entscheidung, ja. Das Programm bekommt tägliche Signale. Sobald Signale bekommt, sobald unregelmäßige Trends öffnet, öffnet und schließt automatisch die passende Handelsposition für Sie. Das ist sehr vorsichtig eingerichtet, Herr Mockmüll. Wenn Mökmühl zum Beispiel die Gewinnmöglichkeit unter 70% das heißt, wird. Das heißt Mockmüll. 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 Ja, Müll. Mockmüll, nicht Mockmüll. B meinen Sie? Bitte? Mockmüll. Ja. Also mit M wie Martha, ja? Ja. Am Ende, also Müll. Mhm. Richtig. Gut, weil Sie sagten, dauert Mockmüll. Und gut, und das heißt, Sie haben dann die Möglichkeit, die Applikation herunterzuladen. Und das nach Ihrem Wunsch immer wieder das beobachten, Auszahlungen machen und so weiter. Aber das Programm arbeitet vollautomatisch. Mhm. Haben Sie schon eine E-Mail geschickt? Weil ich habe noch keine bekommen. Noch nicht. Ich sende das jetzt sofort. Die Einzahlungen und Auszahlungen geht bei uns entweder mit Kreditkarte oder Banküberweisung. Welche Zahlungsoption wäre lieber? Ja, erstmal möchte ich ja erstmal ein paar Informationen haben. Aber schicken Sie doch erstmal die E-Mail, damit ich da schon mal nachgucken kann. Damit ich Sie dann auch am Telefon okay. habe. Gut, dann bleiben Fragen wir so. Kann. Ich sende das alles schriftlich.
Ja, und ich bleibe am Alles Telefon. klar. Ja, Gut, sende ich sofort die hallo, Zugangsdaten. hallo. Ich bleibe am Telefon, damit ich, falls ich Fragen habe, sie gleich stellen kann. Die Telefonnummer sende ich auch. Ja, gut. Bis später. Tschüss. Nee, hallo. Ich sagte, ich möchte die E-Mail haben und habe Sie dann am Telefon, falls ich noch Fragen habe. Sie bleiben am Telefon und ich warte auf die E-Mail. Und Sie können in der Zwischenzeit über Ihre Firma was erzählen. Haben Sie nicht verstanden, ne? Hallo. Hallo. Hallo, ja, bitte, was haben Sie nochmal gemeint? Ich warte noch auf die E-Mail und ich bleibe so lange am Telefon, damit ich, wenn ich Fragen habe, sie dann auch direkt fragen kann. Ist in Ordnung. Gut, bleiben Sie bitte kurz dran. Ja. Ja. Sie sollten mir eigentlich in der Zwischenzeit etwas über Ihre Firma erzählen und jetzt schweigen Sie. Hallo. Hallo, was ist denn los bei Ihnen? So, ich habe bereits jetzt die Zugangsdaten gesendet. Ich habe noch keine E-Mail bekommen. Okay, warten wir noch. Ja, und Sie sollten mir in der Zwischenzeit auch etwas über Ihre Firma erzählen. Ja, was für eine Fragen haben Sie gerne? Ja, ich möchte erstmal, die E-Mail ist ja immer noch nicht da. Warum ist die doch nicht da und welche Adresse haben Sie die gesendet? E-Mail-Adresse, da haben wir jurgam.mokmul@sundan.de. Das ist richtig, aber es ist noch keine E-Mail da. Okay, überprüfe ich das sofort. Hallo. Was soll denn sowas? Jetzt habe ich erneut gesendet. Ja, es ist noch keine E-Mail Jetzt da. habe ich erneut gesendet. Überprüfen Sie bitte. Ja, es ist noch keine E-Mail da. So. Eine E-Mail ist jetzt da. Von wem? Wie ist Ihr Name da? Von Tamara Novak. Frau Okay. Novak sollte das sein. Von Frau Novak. Ja. So. Da haben Sie die Webseite, Link und Benutzername und einmaliges Passwort zum Einloggen. Ja, Advanced Profit EU. Okay, so schön. Da haben wir das. Okay, gut. Und jetzt können Sie mir ein bisschen was über Ihre Firma erzählen. Eben konnten Sie es ja nicht. Ja, Hauptsitz hat die Firma in Großbritannien. Filiale haben wir aber auch in Österreich. Für deutschsprachige Kunden bekommen Sie die komplette Beratung und die technische Unterstützung natürlich auf deutsche Sprache. Die Webseite funktioniert auch auf Deutsch. Okay, und haben Sie in Belgien auch eine Filiale? In Belgien noch nicht. Warum rufen Sie dann mit einer belgischen Telefonnummer an? Ja, wir haben verschiedene Linien. Aber Telefonlinie haben Sie wir können doch verschiedene nicht aus für. einem Land anrufen, in dem Sie gar nicht keine Filiale haben. Ja, aber wir haben doch Kunden aus Belgien. Ja, nee, aber Sie rufen mit einer belgischen Telefonnummer an. Das heißt, Sie müssen in Belgien sitzen. Ja. Ja, und Sie haben keine Ja, Filiale in deshalb haben Belgien. wir verschiedene Telefonlinien. Nee, Sie könnten Nein, doch nur eine das heißt jetzt Telefon... nicht, dass wir. Hallo? Sie können doch nur eine Telefonlinie sein, haben, wo Sie auch sitzen, also wo Sie eine Filiale haben. Sie können ja nicht eine Telefonnummer oder eine... Hallo, ich habe doch nicht vorher fertig geredet. Sie können doch nur aus einem Land telefonieren, wo Sie auch eine Filiale haben. Sie haben keine Filiale in Belgien, rufen aber mit einer belgischen Telefonnummer an. Wie kann das sein?
Ja, Sie haben bestimmt gehört, was Digitalnummer ist, ja? Ja, Wir haben aber das ist nicht für jedes erlaubt. Land ein Digitalnummer. Ja, aber das ist ja keine Warum ist das nicht Landesdigitalnummer. erlaubt? Das, nein, das, nein, das ist nicht erlaubt. Sie müssen eine Nummer haben aus dem Land, in dem Sie sind. Sie haben keine Filiale in Belgien, deshalb können Sie nicht mit einer belgischen Telefonnummer anrufen. Das ist Fakt. Okay. Dann Sie sagten, wo ist Ihr Hauptsitz, Ihr Gut, rechtlicher schauen Sie die Sitz? Seite, ja. Wo ist der rechtliche Hauptsitz Sitz? in Großbritannien. Okay. Prima, schön. Und Großbritannien ist Ihr Hauptsitz. Dann sind Sie in Großbritannien auch reguliert? Das war eine Frage. Darauf können Sie jetzt antworten. Ja, natürlich. Wenn wir keine Okay. hätten oder regulierte Firma wären, dann hätten wir auch noch nicht Okay. die Möglichkeit, eine Ja, Plattform zu haben und da, am hallo, Finanzmarkt hallo. handeln Es, zu ein dürfen. einfaches Ja hätte mir gereicht. Gut, wo sind Sie in Großbritannien reguliert? Hallo. Ich rufe Sie von der Handelsfirma VIP Service an. Wir haben bei uns als Kunde registriert, dass wir dort haben Interesse auf den Finanzmarkt online spannen. Ist das richtig? Von welcher Firma rufen Sie an? Also, welche Experten? Wie? Können Sie es mal buchstabieren? Ich verstehe Sie schlecht. Also, Entschuldigung, unsere Firma heißt VIP Okay. Traders.co. Erinnern Sie sich? Nee, nicht. Wann habe ich mich denn da angemeldet? Also, vielleicht Sie haben unsere Werbung über Autotrade oder Bitcoin gesehen. Sie haben danach Ihre Daten eingegeben, deswegen rufe ich Sie an. Wann habe ich das denn gemacht? Also, das war, ich glaube, so, ich gucke mal. Das müssen Sie ja genau wissen. Sie können das ja Das in dem war System vor gucken. 6 Tagen. Vor 6 Tagen, da war ich im Urlaub. Genau. Vor 6 Tagen. Am Ja, 14. Ja. da war ich im Urlaub, ja. So, ich guck mal, Moment. Aber momentan ist Ihre Urlaub schon vorbei? Ja schon, aber wie gesagt, ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Vor 6 Tagen kann ich mich nirgendwo angemeldet haben. Aber Sie haben unsere Werbung gesehen, ja? Das kann durchaus sein, aber ich habe mich vor 6 Tagen nirgendwo angemeldet, weil ich da im Urlaub war. Vielleicht das war ja klar, Ja, Moment. Sie müssen das doch ganz genau wissen, wenn ich mich angemeldet habe. Also Wann? hier bei mir steht, das war vor 6 Tagen, also aus Deutschland, also Frankfurt am Main. Ja, Waren aber Sie nee, sechs Tage Sie am müssen doch Frankfurt? die Uhrzeit wissen, genau. Das muss ja in Ihrem Also System genau Uhrzeit. drinstehen. Also Moment. Hallo? Ist Ihr Telefon kaputt? Hallo? Hallo? Also, Herr Brümmer, ich bin da. Das war vor 6 Tagen, also am 14.06., also um 11:39 Uhr. Erinnern Sie sich? Sie haben, Nee. ich glaube, das mit dem Handy gemacht oder waren Sie am Computer? Nee, ich war im Urlaub, wie gesagt. Und ich habe im Okay, Urlaub alles kein klar, Handy Herr mit. Brümmer. Und momentan ist Ihr Urlaub schon vorbei? Ja. Ja, super. Dann geben Sie mir kurz Zeit, ich erkläre Ihnen ganz kurz, wie ganz ein System läuft und funktioniert, okay? Ja, dann erzählen Sie mal. Ja, super. Dann bin ich Ihre persönliche Kontomanagerin. Damit möchte ich Ihnen gerne unsere wichtigen Informationen geben, wie ganz ein System läuft und funktioniert. Also, aber bevor wir fortfahren, möchte ich Ihnen gerne fragen, haben Sie irgendwelche Erfahrungen in dieser Richtung, Herr Brümer? In Oder welcher ist das Richtung Ihr erstes jetzt? Mal für Sie? Also, Ich. es geht um Handlung auf dem Finanzmarkt. Vielleicht haben Sie mit dem Bitcoin oder Aktien gehandelt Ich habe Erfahrung auf oder dem noch nicht. Finanzmarkt. Ach so, klar, dann Sie wissen schon, ja, wie es geht und funktioniert. Ja, aber Okay. gut, dann erzählen Sie mal Ja, weiter. super. Ja, klar. Und Herr Brümmer, sagen Sie bitte mir, waren Sie zufrieden mit den Ergebnissen? Was für Ja, eine Erfahrung haben Sie gesammelt? gute.
Ja, super. Und womit haben Sie gehandelt? Das geht Sie doch gar nichts an. Warum sollte ich Ihnen das verraten? Also, Sie haben doch unsere Werbung gesehen. Also, ja, und deswegen muss ich Ihnen verraten, mit was ich gehandelt habe? Also, ich muss erst mal wissen, worum es geht, was für eine Erfahrung haben Sie. Und eine gute, das muss Ihnen reichen. Alles gut. Okay, alles klar. Handeln Sie derzeit auch oder nicht mehr? Jetzt gerade nicht, nein. Okay, alles klar. Also, ich erzähle dann über unsere Firma, okay? Ja. Also, Herr Brümmer, Sie haben alleine gehandelt oder mit niemandem, zum Beispiel mit Broker? Ich habe alleine gehandelt. Okay, alles klar. In dem Fall, Sie bekommen von unserer Seite hochmathematisch ausgebildete Finanzberater oder Finanzberaterin mindestens mit einer 8-jährigen Erfahrung. Also, Finanzexpert macht für Sie die technische und fundamentale Analyse für den Risiko zu minimieren und Profit zu maximalisieren. Ist das klar für Sie? Ja gut, welche Ausbildung haben denn die Fachexperten? Also in dieser Richtung. Ja, in welche Ausbildung haben die? Sie haben gesagt, mathematische Experten. Welche Ausbildung haben die mathematischen Experten denn? Ja, klar, Sie haben doch selber geantwortet. Mathematische Ausbildung haben unsere Finanzexperten. Ja gut, aber das ist ja nicht zwangsläufig ein Finanzmanager. Das kann ja auch ein Mathematiker sein in Richtung, weiß der Geier. Also das hat ja, ich möchte gerne wissen, welche finanztechnische Ausbildung die haben. Mathematisch ist ja nun nicht automatisch finanztechnisch. Jetzt momentan am 21. Jahrhundert, man kann für diese Finanzexperten also Ausbildung machen. Also es geht nicht über theoretische Sache, sondern über praktische Sache. Ja, und welche Ausbildung hat der Finanzberater? Mathematische, in der Finanzabteilung. Ja, und das ist ja, es gibt keine mathematische Ausbildung. Es muss ja dann eine Finanzausbildung sein. Gibt es? Ja, und welche Ausbildung hat er denn nun? Wissen Sie nicht. Sie haben das selber gesagt und geantwortet. Also Finanz, also mathematische. Also Sie wissen gar nicht, wie der ausgebildet wurde. Um Finanzexperten zu sein, man muss über die Mathematik etwas wissen, ja klar? Nee, nicht über die Mathematik, sondern man muss über das Finanzwesen etwas wissen, nicht über die Mathematik. Das sind zwei verschiedene Dinge. Herr Brümmer. Nee, das sind zwei verschiedene Dinge. Wir haben hochmathematisch Ausgebildete. Ja, ich brauche aber einen in der Finanztechnik, in der Finanzwelt Ausgebildeten und keinen Mathematiker. Also, wissen Sie, Sie wissen schon, ja, wie der Finanzmarkt geht. Sie arbeiten in diese Richtung also mehr als 8 Jahre. Sie machen alles mit den Charten, mit den Ziffern, mit den Zahlen. Sie wissen alles doch. Ja, aber deswegen muss man doch einen Finanzmanager haben, der eine ökonomische Ausbildung hat zum Beispiel. Herr Brümmer, ja. Ich denke, Sie haben sehr schlechte Erfahrungen, ja? Nein, ich habe gute Erfahrungen, aber ich habe schlechte Erfahrungen mit Leuten, die mir erzählen wollen, dass man als Finanzmanager eine mathematische Ausbildung haben muss. Das ist Schwachsinn. Also, Sie haben selber... Was habe ich Sie selber? Sie haben alleine gehandelt. Also, sagen Sie richtig. Mir, haben Sie selber Ausbildung? Was habe ich? Ausbildung haben Sie in diese Richtung. Sie was habe hab ich? Sie haben gesagt, dass Sie alleine gehandelt haben. Ausbildung. Ja. Haben Sie selber? Nein, habe ich nicht. Deswegen suche ich ja jetzt aber nach einer... wenn Sie mich mal ausreden lassen würden, wollen Sie mich nicht ausreden lassen? Okay, dann reden Sie weiter, wenn Sie mich nicht ausreden lassen wollen. Wenn Sie mich nicht ausreden lassen wollen, dann erzählen Sie. Ich habe Sie alle die Informationen gegeben. Ich habe alle Antworten gegeben, aber sind Sie immer noch nicht zufrieden? Ja, weil Sie Quatschantworten geben. Das stimmt ja nun nicht. Sind Sie mit mir einverstanden? Warum sagen Sie sowas? Weil das... Was für ein Quatsch? Was genau ist Quatsch? Wenn ich ausreden dürfte, dann könnte ich Ihnen das gerne sagen. Man muss eine... Wie gesagt... Sie lassen mich wieder nicht ausreden. Okay, dann reden Sie weiter. Ich sage jetzt nichts mehr. Okay, ich möchte auch nicht gar nichts sagen.
Ja, da Wenn legen Sie Sie doch kein auf. Interesse haben, um Geld zu gewinnen, dann Ja, bitte bei schön. ihr, bei Ihrer Firma, wie soll ich denn da Geld gewinnen, wenn Also. die Ökonomen nur reine Mathematiker sind und irgendwelche Formeln berechnen können für Wind und so weiter? Das sind Mathematiker. Also, Herr Brümmer, sagen Sie, wieso sind Sie so unfreundlich? Haben Sie Ich bin keine Interesse, unfreundlich, Sie kein Geld, erzählen mir kein. Quatsch. Sie erzählen mir absoluten Quatsch. So, wie soll ich denn bei Ihrer Firma Geld verdienen? Erzählen Sie mir das doch mal. Sagen Sie bitte mehr, wann sind Sie selber beruflich? Was machen Sie? Das geht Sie gar nichts an. Haben Sie selber Ausbildung? Sie haben mir ja Natürlich. gesagt, Sie haben Also, keine wollen Sie jetzt Ausbildung und über Sie das haben Geschäft reden alleine oder wollen Sie über angefangen. meine Hören Sie, Ausbildung lassen Sie reden? es fertig. Wollen Sie über das Also, Geschäft hören Sie reden? bitte Nein, wollen nicht Sie nicht? zu. Wollen Sie nicht über das Hören Sie Geschäft bitte nicht reden? zu. Ja, Sie Nicht reden zu ja kommentieren, pausenlos nicht. und vor allem Was unterbrechen Sie passiert mich auch pausenlos. weltweit? Sie fallen mir Diese permanent ins Wort. Resonanz Sie ist wirklich fallen mir sehr hoch, permanent manchmal ins nicht. Wort. Deswegen werde ich weiterreden, bis Sie irgendwann mal ruhig sind und mich anhören. So, sind wir jetzt soweit? Also, Sie wissen alles, ja? Ich glaube, Sie wissen alles auf dem weltweit, auf dem Finanzmarkt. Was passiert? Wie kann man Geld verdienen? Was kann man als beruflich machen oder Ausbildung machen? Sie wissen alles, ja? Doch. Sind Sie jetzt fertig? Lassen Sie mich ausreden, oder? Ja, ich warte drauf. Reden Sie aus. Sagen Sie Ich Bescheid, habe, wenn Sie ja, fertig geredet haben. ich habe Sie Antwort gegeben. Unsere Finanzexperten haben Ausbildung in diese Richtung. Also mathematische Finanzverbildung. Also Sie in diese Richtung, unsere Finanzexperten arbeiten mit den Charten, mit den Zahlen. Sie wissen alles. Sie haben 8-jährige Erfahrung. Es geht nicht um theoretische Sachen, Sie wissen alles praktisch. Wissen Sie was, wenn Finanzexperte machen etwas falsch, sie verlieren ihre Lizenznummer. Schön. Eine kleine Fehler und sie verlieren ihre Lizenznummer. Ja, prima. Okay, Ihre Firma, wo ist die denn Also. Lizenz? Ah, Sie wollen mich wieder. Dann reden Sie weiter, bis Sie fertig sind. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie fertig geredet haben. Sie unterbrechen mich ja schon wieder. Noch einmal bitte. Ach, jetzt hören Sie auch noch. Also, wo Sie sagen Lizenznummer, wo ist denn Ihre Firma lizenziert? Vom Finanzamt bekommen Sie Nummer. Nö, die muss ich ja vorher kriegen. Also Sie haben momentan keine Deposition, Sie haben keine Eben, Investition. und Wie das soll muss ich ich dann vorher wissen? kriegen. Bevor ich Geld einzahle, will ich wissen, wo eine Firma lizenziert ist. Soll ich dann Sie unsere Liste schicken Nein, Sie sollen es mit einfach nur sagen. Lizenznummer? Wo sind Sie Dann wählen Sie lizenziert? selber aus, oder Wo was? sind Sie lizenziert? Reden Sie nicht dauernd dazwischen, hören Sie einfach mal zu. Meine Herren, sind Sie unfreundlich. Also, wo ist Ihre Firma lizenziert, habe ich gefragt. Aber Sie wissen Sie selber, wie muss man mit den Frauen sprechen? Also Ja, aber nicht nicht nur mit mit den solchen Frauen, Frauen wie Ihnen, mit die den so Leuten. unfreundlich sind. Nicht mit so Ach unfreundlichen Frauen. so. Also, Ach so. kommen wir jetzt zum Wieso? Thema. Wo ist Ihre Firma lizenziert? Wieso soll ich dann Ihre Antworten nehmen? Ich Ja. wüsste nicht, warum. Sie wissen gar nicht. Ich weiß Also, eine Sie ganze haben mir Menge. ja Vor nicht allem weiß ich geantwortet. eins. Sie haben kein Interesse oder keine Vor allem Vertrauen weiß ich oder haben eins. Sie Vor Angst allem oder weiß haben ich Sie eins. keine Vor Antwort? allem weiß ich Sie sagen, Sie eins. haben kein Vor Geld, allem ja? weiß ich eins, dass ihr Betrüger seid. Sie haben null Ihr seid Euro, Betrüger. aber Ihr seid viele tausend Betrüger. Euro. Also. Ihr seid also Betrüger. Hallo Betrüger. Ich glaube, Sie haben sehr viele Summen Hallo verloren. Betrüger. Sie haben sehr große Verluste. Ich habe gar Ja? keinen Verlust, weil ich meinen Betrüger nicht einzahle. Du schneidest es Sie immer noch haben nicht, hä? Ich mache sehr gerade ein große lustiges Verluste, YouTube-Video deswegen über sind Sie dumme so Betrüger. böse. Ja, ich mache ein lustiges Video und auch dieses Video wird wieder bei YouTube erscheinen. Über die dümmsten Betrüger, die mich anrufen. Wissen Sie, du bist ein Idiot, wenn Sie mit solchen dann, Menschen sprechen, ja? Denken, dass ich Betrüger bin. Aber du hast dann Ich Zeichen weiß, mit dass du mir. ein Das bedeutet, Betrüger Sie bist. haben einen Idiot. Ich weiß, dass du ein So, Betrüger bist. ciao, tschüss, viel Spaß Ja, noch. tschüss, Betrüger. Hallo? Guten Tag, spreche ich mit Herrn Brümer. Das ist richtig, ja. Sehr schön. Mein Name ist Kai Weber und ich bin Ihr persönlicher Kontomanager von der Handelsfirma Bitsoft 360.
Ja. Sie haben sich als Kunde bei uns beantragt. Das bedeutet, Sie haben Interesse an Finanzmarkt und online zu handeln. Ich Ist habe das richtig, oder? ja, Interesse habe ich, aber welche Plattform war? Also der Name sagt mir irgendwie gar nichts. Bitsoft 360. Das ist Ihre Trading-Plattform. Genau. Aha, da muss ich da mal drauf gehen, ob ich das kenne. Augenblick, ich muss erstmal einen Rechner. So. So, Bitsoft. 360. 3, 6, 0. Und dann .de. Und dann, nein, Sie können einfach entloggen und in die Google, Sie werden einfach Nee, automatisch. ich möchte direkt auf Ihre Webseite gehen. Bitsoft 360 und dann .de. Eigentlich Handlungsplattform, wir haben der andere, webitraders.co, aber Sie können sie ja zuerst mal Bitsoft Nee, ich hatte doch gesagt, 360.com. ich möchte gerne Ihre Handelsplattform dann sehen. Unsere Handelsplattform sieht so ein bisschen anders aus. Ja, und wie Unsere heißt die? Handelsplattform VIPTraders.co. Können Sie es buchstabieren? V. Ja, weiter. I wie Irina. P wie Petra. T wie Theodor. Ja, ein bisschen schneller kann es schon noch gehen, nicht, dass meine Tastatur noch einschläft. Okay, T. Haben Sie schon mal T geschrieben? Bei T bin ich, ja. R wie Rudolf. A wie Anton. D wie Dortmund. Wie was? Dortmund. Ja. E wie Emil. Ja. R wie Rudolf, Ja. S wie Siegfried, Ja. Punkt wie Punkt Ja. und K, einfach K, C wie Celina, O wie Olga. Ah ja, okay. Gut. Sie können reingehen. Ja, Augenblick muss ich gerade jetzt mal öffnen. So. So. Okay. Gut, okay, dann sehe ich das. Aber wann hatte ich mich da angemeldet? Weil die Seite sagt mir so gar nichts. Steht 14. August. 14. August. Ja, genau. Da war ich im Urlaub. Keine Ahnung, bei uns auf dem System steht das 14. August. Ja, Und ich aber. habe keine Ahnung, wo waren Sie damals? Ja, aber Ihre Seite ist mir auch noch völlig neu. Also auf der Seite habe ich mich nicht angemeldet. Das wüsste ich ja. Von der Optik ist Alles doch ganz gut, mein anders. Herr Brümer. Bitte? Ich habe keine Ahnung. Wo waren Sie im 14. August? Hallo, haben Sie verstanden, was Wie, ich gesagt habe? Ja, dass Sie haben sich nicht angemeldet auf unserer Plattform, oder? Richtig, ja, richtig, genau. Deswegen frage ich, weil Dann ist. die Seite sagt mir gar nichts. War das eine Werbeplattform, wo ich mich angemeldet habe, dieses Bitsoft 360? Genau. Ja, dann habe ich mich ja nicht, Genau. dann habe ich mich ja nicht bei Ihnen angemeldet. Das kann schon sein. Ja, das ist auch so. Gut, und was können Sie jetzt sagen? Können Sie jetzt mir mal Ihre Seite vorstellen? Was bieten Sie an? Nein, ich kann für Sie einfach helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Naja, aber Und dann erst. unsere Finanzexperten werden für Sie alles deutlich klären. Ja, Mein und. Job liegt einfach für unsere Kunden helfen, so Handelskonto zu aktivieren. Das war alles, was Sie mir sagen konnten. Ja. Okay, aber ich möchte doch erstmal wissen, mit was ich bei Ihnen handeln kann. Bitcoin. Nur Bitcoin? Gibt es Ethereum auch? Ja, Kryptowährungen eigentlich.
Dann sagen Sie mir doch, mit was ich bei Ihnen handeln kann. Sie sagt ja bis jetzt noch gar nichts. Also, Herr Brümer, Sie haben schon unsere Werbung gesehen. Dort steht alle Informationen, was Sie brauchen. Nee, steht nicht. Mein Job liegt einfach für die Kundin. Warum unterbrechen Sie mich eigentlich? Sie fragen mich etwas und dann unterbrechen Sie mich. Warum? Ich habe von Ihrer Seite gar nicht gefragt, Herr Brümer. Ich habe gerade, Sie haben mich was gefragt. Und ich antworte drauf. Genau? Und Sie unterbrechen mich schon wieder. Warum unterbrechen Sie mich? Das habe ich jetzt gefragt. Niemand unterbricht Sie. Doch Sie. Sie haben mich gerade unterbrochen. Vielleicht Sie haben irgendwelche Stimme auf Ihrem Kopf. Ach, so geht man mit Ihnen um? So gehen Sie mit Kunden um? Ja, weil ich habe... Ja. Ja, so... Ich habe schon doch gesagt, meine Arbeit liegt einfach für die Kundenhilfe. Wie denn? Wie denn? Wie denn? Oh, ja. Ist schon schlussig. Hallo. Hallo, jetzt ist schlechte Verbindung, ne? Vielleicht von Ihren Seiten. Von wo aus rufen Sie denn an? Von Büro. Und aus welchem Land? Österreich. Ja, richtig, 4-1 ist Österreich, natürlich. Können Sie mir das erklären? Können Sie mir das erklären, vielleicht? Wie? Ich rufe doch nicht bei Ihnen an, Sie rufen mich doch an. Ja, klar. Ja. Und warum rufen Sie aus Österreich an mit einer Vorwahl von 4-1? Ich habe schon davor gesagt, warum ich rufe Sie an. Hallo, warum rufen Sie mit einer warum rufen Sie mit einer Schweizer Telefonnummer aus Österreich an? Ich habe schon doch gesagt. Nein, haben Sie nicht gesagt. Warum ruft ich habe gefragt, warum rufen Sie mit einer Schweizer Telefonnummer aus Österreich an? Wer hat gesagt, dass ich rufe von der Schweiz? Das sehe ich doch. Das sehe ich doch an Ihrer Telefonnummer. Sie haben gesagt, Sie rufen aus Österreich an. Warum unterbrechen Sie mich? Warum unterbrechen Sie mich schon wieder? Warum unterbrechen Sie mich? Warum unterbrechen Sie mich? Weil ich das möchte. Ach, Sie möchten das. So gehen Sie also mit Ihren Kunden um? Nee, ja, klar. Ja, dann werde ich bestimmt kein Kunde. Dann werde ich bestimmt kein Kunde bei Ihnen, wenn Sie so mit Ihren Kunden umgehen. Haben Sie sonst noch was vorzubringen? Ich höre gar nicht. Ich höre gar nicht, wenn Sie möchten nicht auf unsere Plattform stehen. Das liegt auf Ihr Interesse. Interesse liegt gar nicht. Ja, in dein Interesse ist es, Leute zu betrügen, das weiß ich. Du bist ein Betrüger. Ja, bitte? Jetzt ist es. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Brümer. Ja. Ja, mein Name ist Kai Weber. Ich rufe Sie von der Handelsfirma an, bei uns Bitsoft 360. Wie ich im System sehe, Sie haben unsere Werbung gesehen und Sie sind bei uns als Kunde angemeldet. Das bedeutet, Sie haben Interesse, auf dem Finanzmarkt online zu handeln. Ist das richtig? Ja, grundsätzlich schon. Ja, wann hatte ich mich bei Bitsoft angemeldet? Oh, das steht bei uns das schon Tage. Ja, wie viele Tage denn? Das müssen Sie ja genau wissen dann, wenn ich mich da angemeldet habe. Sie meinen mit der Zeit, wie lange das steht? Richtig, genau. Wann ich mich da angemeldet habe. Genau. Ich würde ehrlich zu sagen, für Sie, das dauert schon ein paar Wochen, weil da steht erst Kommentar auf dem 20. Juni. Ach, und da melden Sie sich jetzt. Ja, wir haben schon ein paar Mal an Sie gemeldet, aber Sie haben bestimmt auch schon mal aufgelegt oder unsere Kontomanagerin war nicht so kompetent mit Ihr. Also, Herr Brümer, dafür etwas zu machen, ich möchte einfach ein paar Fragen an Sie zu stellen. Ja, stellen Sie doch erstmal Ihre Firma vor. Ja, unsere Firma ist Bitsoft 360. Wir sind eine Online-Handelsfirma. Und bei uns, kennen Sie das Finanzmarkt? Ja, kenne ich. Geht beim Online. Und kennen Sie schon mal, was ein Bitcoin ist? Natürlich. Ja, so ist es. Wir handeln mit dem Bitcoin und Kryptowährungen. Ja, gut. Aber
Ihre Firma heißt, Ihr Portal, wie heißt das? Bitsoft 360. Bitsoft 360. 360. 360.de oder? Nein, nein, wenn Sie möchten, ich schicke Sie gleich per E-Mail. Lassen Sie mich doch einfach mal reden. Hallo, auch mal zuhören. Oh, Entschuldigung, ja, ich höre Sie zu. Ja, bitsoft360.de. Nein, das geht nicht so. Wenn Sie möchten unsere Zeit anschauen, das geht, ich könnte für Sie an unseren Link zu schicken. Nee, danke, möchte ich nicht. Ich möchte erstmal wissen, okay, wie Ihre Plattform heißt. Unsere Plattform heißt ganz gut, alles gut, Sie können das gerne machen. Ich buchstabiere für Sie, wie das heißt, und Sie können gerne reingehen und angucken. Ja. L wie Leonard, E wie Helene, A wie Arnold, R wie Rudolf. So schnell kann ja keiner schreiben. Tut mir leid, das ist mein Fehler, tut mir leid nochmal. Richtig. Wo sind Sie dann? www. L und E, Ludwig Emil. Okay, Emil, danach geht A wie Arnold, R wie Rudolf, N wie Nathalie, ja. S wie Stuttgart, ja. T wie Theodor, ja. A wie Arnold, T wie Theodor, I wie Ida, O wie Olga, N wie Nikolaus, Punkt, C wie Celina, O wie Olga. Sie könnte gerne reingehen. Learnstation.co. Perfekt, ganz genau. Genau, da, gut. Sie könnte das aussehen, dass unsere verschiedenen Paketen. Wählen Sie Ihre Paketen aus, das steht auf der Taste, auf der rechten Seite, wenn Sie sehen das. Ja, erstmal möchte ich ein bisschen was über Ihre Firma wissen. Auch so gerne, ja. Und was ist wichtig ist für Sie, Sie brauchen gar keine Kurse von denen, weil Sie bekommen von uns eins. Spezielle Finanzexperten. Was brauche ich nicht? Kursen zu kaufen. Kurs, eine spezielle Kurse der Trading, Grundlagen, technische Trading übrigens. Sie brauchen überhaupt gar nicht, weil Sie bekommen von uns einen Finanzexperten. Ja. Und unsere Finanzexperten machen für Sie technische und fundamentale Analyse. Das bedeutet, die technische Analyse macht für Sie Computer, aber die wichtige fundamentale Analyse machen für Sie unsere Finanzexperten. Das bedeutet, unsere Finanzexperten und verdienen nur von dem Fall, wenn sie Kunde, wenn die Kunden verdienen. Weil die einzige Provision, was die Experten von den Kunden kriegen, das ist 3,5% als Provision. Nur dem Fall, wenn die Gewinnsumme bekommen. Das bedeutet, wenn sie gewinnen, danach unsere Finanzexperten bekommen ihre Provisionenseiten. Haben Sie mich verstanden? Was habe ich Sie? Ich meine, unsere Finanzexperten verdienen nur in dem Fall, wenn sie verdienen. Das bedeutet, wenn sie verdienen, unsere Finanzexperten bekommen von ihrer Gewinnsumme 3,5% als Provision. Deswegen, sie brauchen gar keine Kursen. Sie müssen einfach von der Anfangsniveau Paketen zu kaufen. Das bedeutet, die Paketen geht so, das ist keine Investition, keine einfach zu zahlen, das wäre eine Investition. Sie machen Investitionen, wo Sie jederzeit an Ihr Geld Zugriff haben. Das ist praktisch wie Online-Banking, mit dem einzigsten Unterschied, bei uns, Sie können auch profitieren. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, natürlich, das kann ich nur provisieren. Aber Ihre Finanzexperten, wie sind Sie denn ausgebildet? Ja. Sie werden ein paar Mal in der Woche wird angemeldet, telefonisch. Das habe ich nicht gefragt. Wie bitte? Das habe ich nicht gefragt. Ich habe gefragt, Ihre Finanzexperten, welche Ausbildung haben die genossen? Alles gut, ja. Unsere Finanzexperten, diese hochmathematische ausgebildete Experten, mindestens mit dem 8-jährigen Erfahrung in dem Finanzmarkt. Was heißt, ein Finanzexperte muss ja kein Mathematiker sein. Welche berufliche Ausbildung haben die? Die sind auf ökonomische Seiten und sie haben falsch verstanden.
Vielleicht, Ja, vielleicht sprechen Sie so schlecht Deutsch, dass ich Sie falsch verstehe. Kann das vielleicht sein? Entschuldigung, nein, nein, ich meine, Sie denken, dass die Finanzexperten müssen ohne mathematisch ausgebildete Zeugnisse sein. Das nee, geht nicht so. Nein, das habe ich nicht gesagt. Sie verstehen mich. Unbedingt Sie verstehen nicht, was ich. Sie reden und reden und reden. Sie hören doch gar nicht zu, wenn ich was sage. Verstehen Sie gar nicht, was ich sage? Ja, ich verstehe Sie. Ich verstehe Ja, Sie gerne, was Sie meinen. was habe ich denn gefragt? Welche Ausbildung die ich habe ausgebildet, unsere Finanzexperten, so haben Sie gefragt. Eben, und darauf möchte ich gern erstmal eine Antwort haben. Ja, natürlich. Unsere Finanzexperten hatte hochmathematische Ja, was ist denn eine hochmathematische Ausbildung? Was ist denn das? Es gibt doch einen Ausbildungsberuf. ökonomische Seiten, Ja, ja. das ist ja auch kein Ausbildungsberuf, ökonomische Seiten. Alles gut. Wenn Sie möchten, ich kann mit unseren Finanzexperten hier zu binden, dass Sie Ja, können Sie gut. gerne für unsere Finanzexperten, weil ich bin einfach Ihre Kontomanager. Ja, gut. Dafür, ich muss für Sie einfach so ein bisschen Informationen geben, wie unser System läuft und funktioniert. Aber über unsere Finanzexperten, Sie könnten gerne alle Fragen, welche Ja, Ausbildung, welche Zeugnisse, wo haben Sie gut. geboren, wo Dann haben Sie verbinden Sie mich doch aufgewachsen. weiter. Verbinden Sie mich doch einfach Alles gut. weiter. Dafür. Ich möchte für Sie dann Ihre Kundennummer geben. Falls jemand ruft Sie an, müssen Sie zuerst das wird wie ein Kennwort. Haben Sie ein Blatt mit Kohle? Ja, aber wozu? Ich will doch nur Ihren Nein, nein, Finanzexperten nein, das sprechen. ist unbedingt der Sache, das Fallen Sie mir unbedingt doch der nicht Sache, die dauernd ins schlechte Wort. Warum fallen Aufträge Sie mir stellen. dauernd ins Wort? Das habe ich gerade gefragt. Alles gut, da Nee, müssen es Sie ist nicht einfach gut. Es ist nicht gut, schreiben wenn Sie Ihre mir Kunde. dauernd ins Wort fallen. Also, ich Entschuldigung, möchte. Entschuldigung. Nein, Also, hören Sie ich doch bin einfach mal zu. Hochexpert. Hören Sie doch einfach mal zu. Ich höre Sie Ja, Sie einfach zu, sprechen aber. ewig dazwischen. Sind Sie eine Firma, wo man so mit Kunden umgeht, dass man die Kunden dauernd unterbricht? Ist das normal so? Ich höre Sie zu. Ja, aber Sie beantworten meine Fragen nicht. Ich möchte einfach nur den Finanzexperten sprechen. Verbinden Sie mich bitte jetzt weiter mit dem Finanzexperten. Einen Augenblick bitte. Also, Herr Brümer, Ja. machen wir so. Unsere Finanzexperten hat jetzt gleichzeitig auch telefonische Termin. Das bedeutet, ich gebe an Sie Ihre Kundennummer und meine Finanzexperten ruft Sie an wieder nach den 10, 20 Minuten. Das passt für Sie? Das passt ja. Alles gut. Schreiben Sie bitte auf Ihre Kundennummer, dass Ich falls dann brauche jemand keine Unsinn Kunden, an. ich habe ja noch keinen Kunden. Nein, 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 das gebe ich gleich Lassen für Sie mich Sie. doch Wenn einfach jemand mal ruft Sie an. ausreden. Die fallen mir schon wieder ins Wort. Was soll denn Entschuldigung mich doch sowas? mal. Entschuldigung. Also, ich brauche nur das Gespräch von dem Finanzberater. Mehr nicht. Ja, das für unsere Sicherheit, für Ihre Sicherheit, dass falls denn jemand anderes ruft Sie an und versucht einfach einen Betrug zu machen, deswegen, wir müssen unsere ein Kennwort geben. Unsere Kennwort ist 22 4525. Können Sie irgendwo aufschreiben, dass falls Ja. jemand ruft Sie an, Sie müssen einfach das Kennwort einfach vorfragen von unseren Experten. Wenn unsere Expertin kann nicht für Sie das Kennwort geben, das bedeutet, das ist kein unser Experte. Das bedeutet, dass jemand anderer noch versucht, an Sie einen Betrug zu machen. Deswegen für Ihre Sicherheit, für meine Sicherheit, ich möchte für Sie einfach die Kundennummer geben. Das ist Ihre persönliche Kundennummer. Bitte schreiben Sie Hallo, irgendwo hallo, auf. hallo. Ja, Warum hallo sollte nochmal. mich eine andere Firma denn anrufen auf einmal? Kann schon sein, dass Warum kann das sein? weil Sie haben sich schon Ihre Daten auf dem Internet aufgegeben. Das bedeutet für Ja, aber unsere Sicherheit, ich habe mich doch nur bei das Ihnen an. steht unser Lassen auf Sie mich unserer doch Regeln. ausreden! Meine Herren! Fürchterlich mit Ihnen! Also, ich habe mich doch nur bei Ihnen angemeldet. Ja, und dann? Ja, warum sollten mich andere Firmen anrufen, wenn ich mich nur bei Ihnen anmelde?
Das steht auf dem Regel. Auf dem Regel steht, wir auf, müssen für die auf welcher Regel geben. Steht das denn? Auf der unsere Regel, auf der Arbeitsregel. Ach, da steht, dass andere Firmen mich anrufen. Auf Ihrer ja. Arbeitsregel steht, dass andere Firmen mich anrufen dürfen. Haben Sie meine Daten weitergegeben? Nicht dürfen, sondern das plötzlich können. Wieso können das, die mich? Das, dann müssten Sie ja meine Daten weitergegeben haben. Wie sollten die mich denn sonst anrufen? Sie unterbrechen mich per. Haben Sie eigentlich keine Geduld? Haben Sie eigentlich keine Geduld, mich einmal ausreden zu lassen? Es ist fürchterlich schlimm mit Ihnen. Gehen Sie immer so mit Kunden um? Nein, nur mit Sie, weil Sie reden auch so sehr aggressiv mit mir. Deswegen ja, ich rede aggressiv mit Ihnen, Sie natürlich, weil Sie mich gar nicht ausreden lassen. Sie texten mich hier ganze Sie Zeit zu. Gar keine Hilfe Sie, von mir übernehmen. Doch, Sie geben ja keine Hilfe. Sie geben ja, aber Sie reden permanent. Sie wollen Sie weiterreden? Fahren. Schön, dann reden Sie weiter, okay. Reden Sie weiter, ich reden Sie weiter. Nein, Sie nein, da ich, das entschuldige ich nicht mehr. Nein, nein, nein. Sie haben sich tausendmal entschuldigt und machen immer wieder dasselbe. Da hat das einfach keinen Sinn. Nein, hat einfach keinen Sinn. Ich werde von Ihnen keine E-Mail annehmen. Weil, ja, weil Sie der Betrüger sind, von dem Sie mich warnen wollen. Übrigens, Sie sagten, wie alt ist Ihre Webseite eigentlich? Alles in Ordnung, Herr Brümer. Ja, ich was denn? Sie einfach helfen zum Geld verdienen. Deswegen nicht. Ach, Sie wollen mit mir Geld verdienen. Ja, das ist klar. Aber ich soll nicht Geld verdienen. Ich kenne den ganzen Betrug schon. Sie sind da nichts anderes als ein dummer Betrüger. Sie sind nur ein dummer Betrüger. Sie können gerne mal das Gegenteil beweisen. Sie sind eine Finanzplattform, richtig? Alles gut, ja. Ja, dann wo so. Ist wo ist denn, wir, hallo, 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 Sie wollen also nicht meine Fragen beantworten? Wie bitte? Ja, Sie hören mir gar nicht zu, ne? Vielleicht sollten Sie mal weniger reden, auch ab und zu mal zuhören. Also, wollen Sie meine Fragen beantworten oder nicht? Können Sie das wiederholen? Nein, kann ich nicht, ich habe es mehrmals getan. Also ich habe auch so gemacht, aber Sie möchten auch mit mir nicht kontaktieren. Und ich möchte Sie alles Stufe für Stufe geben, aber Sie möchten das nicht machen wie als ein Kinder. Deswegen, ich möchte Sie einfach helfen, mit Geld zu verdienen, aber Sie machen wie als kleine Kinder. Aber wir sind große Männer, Sie und ich. Deswegen, ich möchte für Sie alles Informationen Stufe für Stufe geben. Einzigste, was ich bitte Sie schon seit 10 Minuten, dass Sie könnte irgendwo Ihre Kundennummer aufschreiben, dass falls wir für Sie einen Termin vereinbaren, Sie müssen einfach, wenn jemand ruft und fragt Ihre Kundennummer, dass wir so direkt zum Finden Ihre Portfolio, weil wir wie Aktenzeichennummer. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ich habe doch gar kein Portfolio. Wir machen für Sie ein neues Portfolio. Ja, also, wozu brauchen Sie dann? Unsere Finanzexperten schnell zu Ihren Daten zu finden. Ich habe doch gar keine Daten. Ich habe doch gar kein Portfolio. Das will der doch erst erstellen, haben Sie gesagt. Also, Herr Brümer, ich rede mit Sie ganz ehrlich. Und ich sage Sie reden ganz ehrlich. Vor allem reden Sie sehr viel. Sie lassen mich gar nicht reden. Ja, das ist unsere Arbeit. Also, Herr Brümer, ich gebe für Sie ganz... Na los, ja, dann und los. Ich vereinbare für Sie einen Termin mit unseren Finanzexperten. Morgen um 2 Uhr Nachmittag. Ist passt für Sie? Nee, passt nicht. Wann? Heute passt es. Heute bin ich zu Hause. Also, weil Sie haben schon von mir 15 Minuten genommen. Ja, und, weil Sie einfach reden. Sie könnten wesentlich schneller sein, wenn Sie nicht so viel reden würden und auch zuhören würden. Alles gut, Herr Blümer. Nee, ist nicht alles Einzigste, gut. Was ich will, Einzigste, was ich will für Sie machen, das ist helfen von meinen Seiten. Ja, dann geben Sie mir doch endlich die komische Nummer. Das geht nicht so. Kundennummer, es geht so. 2245, das ist Ihre Kundennummer. Vielleicht noch schneller, damit ich noch weniger mitschreiben kann. Ah, Entschuldigung, ja, Sie könnten geben 2245, das alles. Das ist Ihre Kundennummer. Gut. Sie könnten gerne das aufschreiben, falls unsere... Gut, wann ruft mich der... Wann ruft er an? Heute noch. Ja, heute muss man unbedingt anrufen. Richtig. Ich gebe gleich Ihre Daten für unsere Finanzexperten. Auf jeden Fall, Sie müssen Ihre Kundennummer behalten. Falls fragt unsere Kundennummer, das wäre ein Kennwort. Verstehen Sie, was ich meine? Das haben Sie jetzt schon mehrfach wiederholt.
Alles gut, super, super. Können Sie mal nochmal wiederholen, wie das Ihre Kindernummer aussieht? Vielleicht einfach bestätigen. 224525. Perfekt, prima. Also, Herr Blümer, tut mir leid nochmal für solche Gespräche, dass ich habe Ihre Nerven genommen. Ich möchte das ja auch nicht, aber ich möchte für Sie einfach helfen, ein bisschen, nicht so ein bisschen, sondern viel Geld zu verdienen. Das ist mein Ziel. Und ich wünsche für Sie alles Gutes und Schönes, ehrliche, das geht von meinem Herz, ehrliche. Und deswegen, ich mache das so. Und nochmal, tut mir sehr, sehr, sehr leid, wenn ich war ein bisschen böse mit Sie oder so. Oder ich habe, ihr seid ein bisschen Nerven gemacht. Tut mir sehr leid. Wichtig, Herr Blüme, auf unser Interesse und wie gleich bei eurem Interesse liegt das, wenn Sie viel verdienen, viel Geld verdienen können. Deswegen, Herr Blümer, unsere Finanzexperten ruft Sie wieder an und bitte schön, nicht vergessen Sie Ihre Kundennummer. Und nochmal eine einzige Frage. Dafür, ich möchte ein paar Fragen stellen. Wie alt sind Sie, Herr Blümer? Das geht Sie erstmal. Ich bin schon über 18, ich bin geschäftsfähig. Nein, nein, wie alt sind Sie einfach? Das geht Sie doch gar nichts an, ich bin geschäftsfähig. Ah, Sie sind geschäftlich, okay. Geschäftsfähig. Sie verstehen nicht mal gut Deutsch. Nein, nein, ich höre sehr schlimm. Ja, gut, dann sollten Sie sich vielleicht ein Hörgerät kaufen, wenn Sie schlecht hören. Ja, das war ein guter Witz. Also, nö, das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Wenn Sie schlecht hören, sollten Sie sich ein Hörgerät kaufen. Dann sind Sie ja genau der richtigen Position mit zu telefonieren, wenn Sie schlecht hören. Ja, vielleicht das war ein bisschen schlechter Netz von Ihrer Seite auch. Ich habe gar kein Netz. Sie rufen auf einem Festnetztelefon an. Ich habe gar kein Netz. Ja. Vielleicht wir haben schlechte Verbindung. Also, haben Sie Familie und Kinder? Das geht Sie auch nichts an. Achso, okay. Dann was machen Sie auf der Beruflich? Ich bin selbstständig. Ah, selbstständig. Respekt für die Leute, wer hat eigene selbstständig. Respekt. Weil nicht jeder kann das machen. Und Sie haben bestimmt starke Nerven. Natürlich. Und, was für eine selbstständig, wenn es kein Sekret oder so ist? Ich bin im Stahlbau tätig. Wow, 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 super, Respekt. Das eigene GmbH auf jeden Fall, oder? Nein, keine GmbH. Ja, und dann was ist? Ja, eine Firma. Eine Firma muss ja nicht zwangsläufig eine GmbH sein. Ja, was kann das noch sein? LTD oder... Ah, Sie sind scheinbar aus England. Ja. Ja, das höre ich so. LTD ist England. Ja, aber bei euch ist GmbH oder AG, oder? Nee, nein, da gibt es auch wesentlich mehr Firmenformen. Ja, alles gut. Also, ja, was kann ich für Sie bitten? Das ist mindestens einfach für die Teste. Sie könnten mit 250 Euro anfangen, zum Investieren zu machen. Verstehen Sie, was für eine Investierung bedeutet. Wenn Sie haben eigene Selbstständigkeit, auf jeden Fall, Sie wissen schon, was ist eine Investierung bedeutet. Das erste Mal, Sie zahlen bei uns gar nicht. Sie machen Investitionen, wo Sie jederzeit an die Ihr Geld Zugriff haben. Das ist praktisch wie Online-Banking. Mit dem einzigen Unterschied ist, dass bei uns Sie können auch profitieren. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, natürlich. Sonst, wenn ich nicht profitieren wollen würde, dann würde ich ja kein Trading machen wollen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sie sind ein sehr kluger Mann, auf jeden Fall. Ja, deswegen, Sie haben eigene selbstständig. Und Sie möchten nicht sagen, wie alt sind Sie, oder? Nö, das geht ja da, Sie gar nicht jetzt an. Ja, alles gut, alles gut. Das kann ich machen mit dem Finanzmanager. Wenn ich dann... mit Ihnen zusammenarbeiten will. Das weiß ich ja noch nicht. Ich muss ja erstmal Informationen haben. Und Sie konnten mir ja keine geben. Alles gut. Alles gut. Ich verstehe Sie schon. Und die letzte Frage. Was ist Ihr Ziel bei uns, wenn Sie jetzt, zum Beispiel anfangen mit 250 Euro zu investieren, was für Erwartungen Sie haben? Wie viel möchten Sie verdienen? Ungefähr. Ich möchte Gewinn machen. Ich möchte nicht verdienen. Ich habe kein Ziel. Wer hat denn ein Ziel? Das ist doch Blödsinn. Was für einen Gewinn macht, möchten Sie machen? Ungefähr bis zu wie viel? Das kommt drauf an, was Sie mir anbieten können. Kryptowährungen. Ja, nein. Welche Margen können Sie mir anbieten? Ich habe Sie schlecht gehört wieder mal. Ja. Welche Gewinne kann man denn bei Ihnen machen?
Ich normale Gewinne pro Woche, Sie können die Gewinne machen ungefähr 10 bis 20% Gewinne. 10 bis 20% Gewinne pro Woche, ne? Hört sich erstmal interessant an. Aber der Rest wird mir sicherlich der Finanzmanager erzählen dann, ne? Alles gut, dann machen wir es so, Herr Blume. Sie haben schon Ihre Kundennummer und ich jetzt versuche, ob die unsere finanzfreie Finanzexperten können an Sie so schnell wie es möglich an Sie zu erreichen. Das passt für Sie, oder? Ja, aber, das passt. Einzigste, was stört mich, das ist zu wenige Informationen von Sie. Ich frage von Sie nie gar keine Kontonummer oder so, ich frage von Sie einfach Ihre Jahre alt. Ich weiß ja noch gar nicht, ich weiß doch noch gar nicht, ob... Alles gut, bitte. Sie unterbrechen mich wieder. Entschuldigung. Ja, Sie haben sich tausendmal entschuldigt machen, aber Sie lernen nicht aus Ihrem Fehler. Das ist das Problem. Sie machen immer wieder dieselben Fehler. Vielleicht nach dem unseren Gespräch, ich lerne mich viel, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, noch weiß ich gar nicht, ob ich mit Ihnen handeln will. Da brauchen Sie solche Daten von mir noch gar nicht. Ach so, okay. Und Sie haben schon Erfahrung mit dem Bitcoin oder Kryptowaren, oder? Ich habe Erfahrung mit dem Handel, ja. Ach so, super, gratuliere dann. Dann brauche ich nicht viel zu erzählen für Sie, was wie eine Kryptoware läuft im Finanzmarkt bei online zu handeln. War das eine Frage, oder? Nein, nein. Ja, dann. So ist einfach so. Ich habe für Sie gesagt, dass ich brauche gar keine Erklärung zu machen für Sie über die Kryptowaren, über den Finanzmarkt online zu handeln oder so. Richtig. Also, Herr Brüme, außerdem, haben Sie an mir irgendwelche Fragen? Nee, Sie konnten mir ja keine Fragen beantworten. Was sollte ich Sie denn dann jetzt fragen? Alles gut, ich verstehe Sie. Vielleicht ich habe zu wenig Informationen für Sie, aber ich bin sicher, dass unsere Finanzexperten kann für Sie mehrere Erklärungen machen. Zum Beispiel über alles, was läuft bei unserem System. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass Sie mit mir so gute Kontakte gehabt haben, auf dem Ende. Wir haben schon gute Kontakte, nicht so wie auf dem Anfang war. Aber trotzdem, Herr Brümer. So, alles gut, Herr Brümer, ich möchte nicht so viel quatschen. Deswegen, ich lasse Sie ganz so ruhig. Sie können das überlegen. Sie möchten heute einen Termin vereinbaren, so schnell wie es möglich, wie ich habe so verstanden, ja? Richtig, ich bin heute im Büro. Ah, sind Sie immer noch im Büro, oder? Natürlich, als Selbstständiger ist man selbst und ständig am Arbeiten. Ja, natürlich. Da, wie habe ich gesagt, nochmal wieder Respekt. Und bis wie viel Uhr sind Sie da? Ich denke bis 19 Uhr. Bis 19 Uhr. Aber je früher, je besser. Weil es kann bis durchaus sein, Uhr dass ich... schon fast, nach der 8 Minuten wird es schon 19 Uhr. Bitte? Wir sind vor 8 Minuten bis zum 19 Uhr. Jetzt schon 6 Uhr. Ach ja, ist Uhr, schon so spät. Na ja, gut, ja. Dann wäre ich dann noch eine... Ja, stimmt, ich habe die Uhr vergessen. Ja, gut, dann sage ich mal bis 21 Uhr. Sind Sie sicher, aber im Büro? Ja, bis 21 Uhr werde ich hier sein. Ich habe noch viel zu tun, viele Rechnungen zu schreiben. Alles gut, ich verstehe Sie schon, Herr Brümer, was bedeutet Überschicht. Aber wenn Sie ein Selbstständiger sind, bei euch gibt es so keine Überschicht. Sie sind auf jeden Fall auf der Arbeit. Also, Herr Brümer... Ich hoffe, wir können für Sie ein Konto aufmachen bei unserer Investitionsplattform. Ich hoffe, dass alles gut. Falls, wenn unsere Finanzexperten fragt von Sie, Sie wissen schon Bescheid, Ihre Kundennummer ist 22455. Ja, aber so langsam möchte ich an den Rechnungen weiterschreiben. Sie wiederholen sich permanent. Ich muss meine Arbeit machen hier. Entschuldigung nochmal. Also ich wünsche Sie alles Gute. Gut. Und bleiben Sie gesund. Alles klar, okay. Tschüss. Ciao, ciao. Hallo? Hallo, Herr Liebevoll. Schön, Sie zu erreichen. Ich bin die Lisa Becker von Bitcoin Prime. Ah ja? Sie haben sich angemeldet.
30.06. haben wir die Anfrage erhalten für Online-Traden, ja? Ja. Super. Das heißt, die Interesse besteht ja weiterhin? Ja, sonst hätte ich mich ja nicht angemeldet. Sie haben ja Ihre Telefonnummer, E-Mail-Adresse und den vollständigen Namen bei uns hinterlegt. Ja. Über die Werbeseite Bitcoin Prime. Ja. Und weswegen rufen die Sie da jetzt an? Genau, für die Kontoaktivierung. Ach, Ihre, die Kontoaktivierung. Richtig, damit Sie auch eine aktive Handelskonto bekommen. Mhm, okay. Für die künstliche Intelligenz. Für die künstliche, haben Sie keine eigene Intelligenz? Herr Liebevoll, bitte, ich mache hier wirklich keinen Spaß, das ist mein Job. Ja, ich auch Möchten nicht. Möchten Sie mitmachen, oder? Ja, habe ich angemeldet, diesbezüglich rufe ich Sie an. Ja, Sie haben gesagt künstliche Intelligenz und da habe ich nur nachgefragt, ob Sie keine eigene Intelligenz haben. Was ist daran lustig? Diese künstliche daran ist nichts lustig, aber ich bemerke gerade, ich glaube, Sie wollen mit Spaß machen. Hören Sie mich lachen? Wenn Sie wollen Sie mitmachen oder nicht? Ja, Sie sagen, ich soll mit Ihnen Spaß machen. Hören Sie mich lachen? Wenn ich Spaß Nein, machen würde, dann würde ich lachen. Ich nicht lachen. Na also, da ist doch die Frage beantwortet. Okay, Herr Liebevoll, wollen Sie jetzt mitmachen? Mitmachen bei was oder denn? Nicht? Bei Online-Traden. Ja, natürlich, sonst hätte ich mich dann ja nicht angemeldet. Okay, super. Und haben Sie schon mal Erfahrung gemacht oder wäre das jetzt Ihr erster Versuch? Nee, ich hatte schon mal Erfahrung, ein klein wenig. Klein wenig, okay. Und mit welcher Handlungsart? Kryptowährung, Rohstoff, Aktien, Indizen? Ich habe bei Aktien investiert und ich habe mal bei Rohstoffen investiert. Aktien und Rohstoffe, okay. Und wie alt sind Sie, bitte? Ich bin über 18, ich bin schon geschäftsfähig. 18 ist für uns leider nicht sozusagen... Hören Sie mir nicht zu, ich habe gesagt, ich bin über 18, ich bin schon geschäftsfähig. Über 18, ja, das mag schon sein. Sind Sie aber über 25 oder auch das unter bin ich. 25? Das sind Sie. Okay, ich brauche jetzt Ihre Alter auch, weil Sie werden natürlich von unseren Fachexperten noch detailliert informiert und beraten. Wozu brauchen Sie da mein Alter? Der Fachexperte auch weiß, mit wem er telefoniert und was Sie auch beruflich machen. Das sagt mein Alter aus, was ich beruflich mache? Nein, das macht nicht Ihr Alter aus, aber das möchte der wissen. Ja, der mag eine Menge wissen, aber ich möchte erstmal wissen, was Sie als Firma leisten, bevor ich überlege, bei Ihnen zu investieren. Also, dann sagen okay, Sie mir... Okay, was wollen Sie genau? Dann kann ich mein Unternehmen kurz einmal so vorstellen. Das ja? ist doch schon mal gut. So, super. So, wir sind seit 2008 auf dem Finanzmarkt, haben 4,5 Millionen zufriedene Kunden, haben 5 Niederlassungen, Hauptsitz ist in London, ja, in Österreich, Deutschland, Belgien, Schweiz. Ja, so, Sie arbeiten oder halt der künstliche Intelligenz wird dann für Sie auch handeln. Natürlich besteht die Möglichkeit, auch manuell zu handeln. Ja? Manuell, dass dann noch mehr Risiko besteht, aber trotzdem kommen Sie bei uns nicht ins Minus. Das ist kein Vertrag oder ein Abo, wo Sie etwas unterschreiben. Sie können jederzeit aussteigen und das natürlich Geld ist ein Vertrag. Natürlich ist das ein Vertrag, wenn ich mit Ihnen handle. Natürlich ist das ein Vertrag. Liebevoll, Vertrag heißt für mich, ja, dass Sie etwas unterschreiben und dann auch verbindlich sind. Ist aber nicht bei uns so. Sie können jederzeit auch nach 24 Stunden, nach einer Woche, nach 2 Monaten aussteigen und das Geld auszahlen lassen. Selbst ja? ein Vertrag über eine Stunde ist ein Vertrag. Okay, Herr Liebevoll, dann können Sie das dann auch so akzeptieren, dass es ein Vertrag ist, ja? Ja. Haben Sie noch weitere Fragen? Ja, Ihre Plattform, auf der ich handle, wie ist die?
Ich meine, wie ist die? Ich kann Ihnen gerne auch per E-Mail die Nee, das können Sie mir einfach sagen. Wie ist die Plattform, auf der ich handeln soll? Was meinen Sie jetzt, wie? Wie ist der Name dieser Plattform, auf der ich... Lassen Sie mich doch einfach mal ausreden. Reden Sie doch nicht dauernd dazwischen. Meine Herren, Malaka. Also, wie ist der Name Ihrer Plattform, auf der ich handeln soll? Lendl. Lendl, wie schreibt sich das? Ludwig Emil Nordpol. Ja. Dora Otto Wilhelm. Ja. Ludwig. Lendl.de? Ja. Co. Ah ja, okay, gut. So, dann haben wir das doch schon mal. Es geht doch langsam vorwärts. Gut, dann muss ich da mal aufrufen. Ihre Plattform und Sie sagten, wie lange sind Sie am Markt? Seit 2008. Seit 2008, okay. Gut, und was kann ich bei Ihnen alles handeln genau? Kryptowährung, Rohstoffe, Aktien, Indizen und Währungspaare. Diesbezüglich werden Sie dann noch detailliert informiert von den Fachexperten, sprich von den Brokern. Gut, okay. Ja, ich sehe gerade, wie alt Sie wirklich... Sie fallen mir schon wieder ins Wort. Ja? Ich sehe gerade, wie alt Ihre Plattform ist. Aber gut, okay. Von wo aus rufen Sie denn jetzt an? Ich von Deutschland. Berlin. Von Deutschland mit einer Vorwahl 4-3 aus ja. Österreich? Genau, okay. Richtig. Ich habe ja gesagt, dass wir auch eine Niederlassung in Österreich haben und die Leitung wird dann sozusagen, der Server meldet sich von dieser Leitung, die dann auch wirklich verfügbar ist. Sie wissen schon, wenn Sie eine Niederlassung in Deutschland haben, dass das verboten ist. Sie müssen mit einer deutschen Telefonnummer anrufen, wenn Sie eine Niederlassung in Deutschland haben. Es könnte auch sein, dass ich von einer Nummer in London anrufen würde. Das ist verboten. Sagt Ihnen das deutsche Datenschutzgesetz nichts? Das Telekommunikationsgesetz? Als deutsche Firma mit einer deutschen Niederlassung sollte Ihnen das sagen? Etwas sagen? Gut, okay. Deutsche Niederlassung haben wir, aber wie gesagt, wenn die... Ja, dann müssen Sie auch mit einer deutschen Telefonnummer anrufen. Das ist Pflicht. Okay, also Sie sagen, Sie sitzen in Berlin. Okay. Haben Sie mal die Adresse aus Berlin für mich? Von Ihrer Niederlassung? Center, die darf ich Ihnen nicht rausgeben. Bitte was dürfen Sie nicht? Die darf ich Ihnen nicht rausgeben. Wir sind ein Callcenter. Ja, natürlich, aber Sie haben eine Niederlassung. Sie können ja nicht bei uns vorbeikommen. Lassen Sie mich doch einfach ausreden. Sie fallen mir permanent ins Wort. Ja, Sie mich auch. Ja, natürlich, weil Sie dauernd dazwischen reden. Also, Sie dürfen nicht sagen, wo Ihre Niederlassung in Berlin ist. Habe ich das richtig verstanden? Ja, richtig. Okay. Sie sagten, Ihr Hauptsitz ist in England. Richtig. Okay, Sie sind ein Finanzdienstleister. Wo sind Sie denn reguliert als Finanzdienstleister? London. Ja, und bei wem in London? Das darf ich... Ach, das dürfen Sie auch nicht sagen! Ich kann Ihnen die Nummer durchgeben. Die Lizenznummer, genau, die möchte ich gerne haben. Die Lizenznummer und da, wo Sie reguliert sind. Sind Sie bei der FCA reguliert? FCA, richtig. Okay, dann geben Sie mir mal die Lizenznummer, bitte. Sekunde. So, ich sehe gerade, dass Sie auch sozusagen mit einer eingeloggt haben mit Michael Sesselfurzer. Ja? Das ist ein Fake-Anruf von Ihnen. Das ist genauso ein Fake-Anruf wie bei Ihnen. Sie sind eine Betrügerfirma. Ja. Ja, Sie können jetzt das Gegenteil beweisen, indem Sie mir Ihre Lizenznummer sagen. Können Sie ganz einfach beweisen, dass Sie eine reale Firma sind. Ja, gut, dann los. Ich sage Ihnen die Lizenznummer. Sekunde, los. Sekunde. So. 900. Ja. 172. Sechsstellig, ja? Und jetzt werde ich mich verabschieden. Ja, ach, wollen Sie schon gar nicht mehr abwarten, was ich herausfinde? Wollen Sie schon gar nicht mehr? Oh, gibt's gar nicht. Oh, gibt's
nicht. Okay, dann viel Spaß damit. Ja? Hallo, Betrügerin! Sie ist raus. Oh, schade. Übrigens gibt es die doch E-Payment System Limited. Aber man hat schon gemerkt, sie hat irgendeine Nummer gesagt. So, jetzt gucken wir mal, welche Lizenz dahinter steckt. So, Firmenstatus, Tradingname. Ganz interessant. Tradingnamen E-Payment Systems Limited und nicht Lendolo oder so. Zack. Erledigt. Das. Übrigens, was hat sie gesagt? 8 Jahre alt oder so? Ja, genau. 42, ja. 42 Tage alt. Hallo, Oleg. Oh, krass. 42 Tage alt. Boah. Hi, Oleg. Hi, Oleg. Hi. Krass. Ja. Guten Tag. Krass. Ja, aber das ist... Der kürzeste war, glaube ich, 2 oder 4 Tage oder so. Boah. Das war eine ganz neue Seite.